Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Tradesable 2 bei der Mission Nachbessern. Wir sind auf der Great Western Express Strecke unterwegs mit der Class 08 und unseren liegen gebliebenen Zug retten. Und das bei schönstem Wetter. Regnet, ist schön kühl. Besser als in der Schweiz, da hat es gerade gefühlt 43 Grad mit prallender Sonne. Oh, ich bin hier gerade echt am Entsaften, es ist echt nicht schön. Gut, Lok machen wir soweit bereit. Viel gibt es da nicht zu tun bei der Class 08. Und wir müssen einfach nur draußen das Licht noch anbringen. Das hier. Einmal hinten rangeflanscht. Nice. Und dann sind wir eigentlich soweit abfahrbereit. Ja, leider sind wir nicht mit einer Class 09 unterwegs. Das wäre fast die baugleiche Lok. Die hat nur ein anderes Getriebe. Fährt aber immerhin 44 km/h. Und mit der Lok hier schaffen wir gerade mal 20 Meilen pro Stunde allerhöchstens. Und da sind wir schon im roten Bereich. Aber das sollte eine sehr gemütliche Fahrt werden. Und dann die Scheibenwischer an, damit wir die Durchsicht hier haben. Da warten schon die nächsten Services, dass sie rausfahren. Ein schönes Schillingklackern bei der Class. Gefällt mir. Da merkst du das Gewicht noch auf den Weichen. Bin mal gespannt, was verkehrstechnisch noch so los sein wird. Wenn man 13:31, halb zwei. Könnte ein Rush Hour sein hier. Ah, ist einfach eine schöne Rangierlokomotive. Über 996 Stück wurden gebaut. Schaut, dass sie die vier nicht noch voll gemacht haben. Da wären es genau 1000 Stück gewesen. Und wurden zwischen 1952 und 1962 gebaut und sind bis heute im Einsatz. Also Universal-Rangierlokomotive. Vor allem in industriellen Gebieten. Ist einfach zu bedienen, funktioniert, läuft. Macht zwar keine Geschwindigkeitsrekorde, aber es passt schon. Oder dann werden wir aus dem Depot jetzt immer draußen. Dann tückeln wir mal mit gemütlichen 20 Meilen da bis zur Lok. 3,5 Meilen sind nicht allzu weit, aber braucht ein bisschen seine Zeit mit der Lok. Ich meine, ich habe es schon mal in einem anderen Video erwähnt, aber von der Class 08 bis zur Class 09 gab es auch mal eine Zombie-Variante. Das heißt, beim Tinsey Marshalling Yard brauchten sie Rangierlokomotiven, die ein bisschen mehr Wumms haben. Da hat eine Class 08 nicht gereicht. Was hat man gemacht? Man hat zwei zusammengenommen, hat sie permanent gekuppelt und bei einer den Führerstand entfernt. Das war dann quasi die Slave Unit, die andere ja, hat ganz normal ausgestattet mit den Class 08. Drei Stück wurden davon produziert und sind leider alle verschrottet worden. Aber das war noch spannend gewesen, da so eine Zombie-Unit zu sehen. Aber immerhin, doppelte Leistung. Und die hat gut zogen können. Ich meine, immerhin 6 Räder angetrieben über die Stange. Aber im Sommer stelle ich mir das brutal vor in der Lok. Also Kühlung, Ventilation nicht vorhanden. Kannst du die Türen aufmachen und die Fenster. Und das war's. Ich meine, das ist eine total einfache Lok. Das ist ein großer 12-Zylinder Dieselmotor auf Räder drauf mit ein paar Controls dazu. Das dürfte dann auch das Erfolgsrezept gewesen sein, dass sie bis heute überlebt haben. Dass sie einfach so wartungsarm sind. Lauft einfach. Ja, und dann habe ich noch News ein bisschen zum Kanal selber, denn momentan habe ich wie so eine Art Art-Blog oder Kreativ-Blog, wie man so möchte. Soll heißen, ich weiß momentan nicht, was ich für neue Videos machen soll, so im Allgemeinen. Das fängt zum Beispiel bei Transport FIFA an. Also ich setze mich dann schon immer wieder hin und denke mir, was können wir da noch machen? Also das ist interessant. Machen wir das und das. Und dann bin ich immer stundenlang mit rumexperimentieren. Dann finde ich die Idee doch wieder kacke. Das gleiche dann auch bei Transim Classic und Transim World 2. Man denkt, was ist spannend? Über was könnte man dann auch noch ein bisschen reden? Was wollt ihr dann auch hier sehen? Denn leider kriege ich ein bisschen wenig Feedback von dem, was ihr gerne sehen wollt. Ja gut, ich weiß, dass ihr Rainbows Online sehen wollt.
Aber Raid Wars Online ist momentan so ein bisschen die Handbremse angezogen, bis ich da sehe, dass da wirklich aktiv mal was passiert. Und nachdem da die letzten Mitglieder da gegangen sind, will ich da auch nicht wirklich Werbung für das Spiel machen. Wenn ich dann jetzt sehe, da kommt jetzt wirklich ein Fortschritt. Und wenn, dann würde ich ja komplett neu anfangen. Und dazu müssen ja das neue Spice-Update mal fertig sein und auch die Logs drauf funktionieren, weil nur mit der kleiner rumduckeln, das ist ja auch irgendwie sinnbefreit. Das ist jetzt irgendwie so ein Limbo-State, was sie da haben mit dem alten und dem neuen System. Ja. Noch dazu war ich in den letzten zwei Wochen relativ fleißig mit Video produzieren. Also ich habe bis Mitte Juni vorproduziert. Also jetzt gerade haben wir den 18.06., wo ich das aufnehme. Hat auch den Grund, dass ich im Juli recht lang dann im Urlaub bin. Deswegen, dass da schon mal Videos da sind. Vermutlich aber auch das ja ein bisschen den Art-Blog oder Kreativ-Blog, das ich gerade nicht weiß. Aber was soll ich Spannendes als Content-Momentan machen? Ich habe Timberborn angefangen. Das kommt dann auch demnächst als Let's Play. Macht richtig, richtig Spaß. Da würde ich jetzt gerade nur rumexperimentieren, da werden noch ein paar Folgen kommen. Aber ich möchte vor allem Eisenkontakt ein bisschen mehr machen. Eventuell, wenn das halt mit der Zeit passt, würde ich gerne echte Eisenbahn machen. Also ich mal irgendwo hingehen, Sachen filmen, Exkursionen, Museen anschauen. Ich glaube, das könnte noch spannend sein. So ähnlich wie ich es bei Wonderstream Trains in Südafrika gemacht habe. Ich meine, das war jetzt nicht geplant, aber es soll doch schön kommen. Das ist echt der Klassiker hier. Zwei Dieselmotoren drin, die Lok. Entsprechend toll ist dann der Verbrauch. Ich muss immer noch ein bisschen an die Folge von Boston Splinter denken. Die, ich hoffe, ich bin zu schlau und habe das Video nach dem Boston Splinter gemacht. Das war so eine Katastrophenfahrt. Ich habe gewusst, dass es mit den Bremsen nicht so geil werden wird. Aber dass ich dann so komplett verkacke und dass ich so verpeilt bin, ja, damit habe ich nicht gerechnet. Ach ja, der ganz normale Wahnsinn, wenn ich im Führerstand drin sitze. Ja, Stichwort Wahnsinn, 9 Euro Ticket, gab es ja den mega Aufschrei mit da, es ist ja mega viel los und so. Vor allem das, was Sylt ja da angestellt hat, mit Jakobs bloß nicht nach Sylt und da so indirekt Werbung dafür gemacht hat und dann die Leute direkt nach Sylt gefahren sind, das fand ich ja mega witzig. Ich meine, damit musst du ja doch irgendwie rechnen, ne? Also wenn du sagst, der kommt nicht hierher und dann ist mega viel los, dass die Leute dann erst recht dahin fahren mit 9 Euro Ticket. Aber auf was ich also eigentlich rauskommen wollte, also ich bin fast in der Grenzregion Schweiz-Deutschland unterwegs gewesen mit den Regios und ich fand das jetzt nicht so schlimm. Also klar, die Züge waren jetzt nicht gerade leer, aber so voll wie sie gewesen sind, hat es für mich zumindest den Eindruck gemacht, ja, ist wie immer. Also ja, als Pendlerzeit. Normal, aber nicht so, dass jetzt. Also ich habe keinen einzigen Zug gehabt, wo ich nicht rein hätte gehen können, weil er einfach zu voll gewesen ist. Das habe ich dafür eher in der Schweizer Pendlerzeit in Zürich. Aber es ist ganz normal Wahnsinn. Muss aber auch da sagen, das hat sich seit Corona wirklich verbessert. Also viel weniger Leute fahren mit dem Zug. Ist natürlich schlecht für die Bahn. Aber gerade zu der Pendler-Rush-Hour, da ist viel weniger los. Also da hatte ich dann schon, dass ich zur Arbeit hin nicht in einen S-Bahn-Zug eingestiegen bin, weil es mir einfach zu voll war. Und ja, jetzt habe ich das Erlebnis fast nicht mehr gehabt. Wobei ich jetzt auch vermehrt weniger zufahre. Ich versuche das mit dem Motorrad zu fahren, wenn das schönes Wetter ist. Das ist auch jetzt gerade im Sommer ein bisschen angenehmer. Wenn du dann wieder mal so eine S-Bahn hast, wo mal die Klimaanlage entscheidet zu heizen oder überhaupt nicht zu funktionieren. Ah, schön. Fahrende Sauna. Aber ich bin ein günstiger Eintritt. Es ist ja das Schlimme irgendwie als Let's Player. Du kannst ja nicht wirklich eine Mega-Lüfter oder die Klimaanlage hier laufen lassen, weil sonst dann Tonscheiße ist im Mikrofon. Ich hab's auch bei mir das Fenster offen und da hört man dann auch immer wieder meine Flugzeuge und Co. Die Autos. Aber das bringt auch nicht sehr viel. Bei momentan haben wir totale Windstille. Und stehende Hitze ist irgendwie das Schlimmste. Dann, als es ein bisschen feucht wird. Ah, schön.
das Wetter, das wäre jetzt genau meins. Ja, mal schauen. August, September. Muss ich mal nach England. Ein bisschen Badurlaub machen. Ah, auf das freue ich mich schon. Ist ja Gott sei Dank der Flug nicht drauf. Deutsch. Nicht so, so teuer. Irgendwann mal mit dem Caledonian Sleeper quer durch England, aber der kostet ein bisschen was. Das ist nichts, was man einfach mal so am Wochenende macht. Aber da hat man echt viel von der Landschaft sehen. Oder da, 1,3 Meilen, soweit ist es nicht mehr. Und verkehrstechnisch war jetzt bis jetzt gar nicht mal so viel los. Jetzt ist es so ein bisschen Rush-Hour ist. Ah, oh, so ein schönes Getriebe. Nein, nicht Getriebe. Antriebsstange. Weiß jemand zufälligerweise, wie oft man das eigentlich schmieren muss? Noch wie viele Kilometer? Good News gibt es übrigens auch für die Strecke, auf der wir gerade fahren. Da soll demnächst ein großes Update kommen. Einerseits wird der Ton, also generell von der Geräuschkulisse, stark verbessert. Die Class 106 kriegt ein Physik-Update, finde ich schon mal sehr gut. Dann Rush Hour haben wir hier dann endlich. Dann das verbesserte Passenger Information System, also Zugzielanzeigen auf den Bahnsteigen und auf den Bahnhöfen. Dann gibt es mehrere Strecken für den Szenarioplaner, mit unter anderem diverse Zement-Services und dann gab es noch diesen Bug, dass die Türen auf der falschen Seite aufgegangen sind, bei gewissen Plattformen. Auch das soll gefixt werden, da bin ich schon mal gespannt. Das habe ich jetzt gerade nebenbei in der Roadmap gelesen, die am 7. Juni rausgekommen ist. So, da vorne ist dann der Haltepunkt. Und da werden wir garantiert anfragen müssen, dass wir reinfahren dürfen übers rote Signal. Dann heißt es einmal Kuppel. Ähnliches Update übrigens auch bei Northern Transpenny. So, einmal gelb. Das nächste ist dann rot. Bis jetzt eine ziemlich entspannte Fahrt. Ich glaube, ich werde auch die Rückfahrt sein. Und auch für das, dass es gerade regnet, merke ich bei der Lok eigentlich gerade nichts. Ja, man klar, es ist zwar auch nichts dran, aber trotzdem merke ich davon jetzt nicht sehr viel, dass gerade die Schienen nass sind. Fahrt ihr eigentlich oft mit diesem Timetable-Modus, den es auf den ganzen Strecken gibt? Also ich für mich kaum, nur ab und zu. Ich gehe eher so auf die Community Maps wären echt schön, wenn es das hier geben würde. Auf die Community-Szenario, aber Timetable mache ich echt selten. Ah, 700 Yards. Und da vorne ist es dann auch schon. Coole Sache. Bin noch aktiv in der Zeit. Es gibt nämlich keine Zeit. Habt ihr gewusst, dass die Class 09 auch ab und zu mal im Personenverkehr unterwegs gewesen ist? Aber nicht im Plandienst, sondern nur wenn die Lok ausgefallen ist. Und das ist tatsächlich mit der Class 09 rumgefahren. Mit ganz flotten 44 Stundenkilometern. Also kleinen Services. Ich glaube, das war sogar als Ersatz für die Class 41, die sie vor Regiodienste gestellt haben. Ah, ob wir eine Punktlandung hinkriegen. Bremsen sind echt giftig bei der Klasse 8.
Dödle. Da wären wir da. Gut. Und jetzt hier der Stellberg. Ja, selbstverständlich machen wir das. So, da wird er drüber fahren. Obwohl das ein Schierzeichen beim Signal gar nicht angeht. Aber gut, wir düsen erstmal drüber. Sehen wir ja, was passiert. Ah, es klingt so geil, wenn der Motor hochholt. Haben sie wirklich gut aufgenommen. Also wirklich weit sehen tun wir ja nicht wirklich. Ah, wird er schon nicht draufhauen. Ich sag's euch, so einen Dieselmotor, den könnte ich den ganzen Tag zuhören. Vor allem so ein großer Wunderlook. Ah. Das ist die Idee. Da. Ah. So, 700 Yards. Ah, doch noch ein Service. Wir sehen noch tatsächlich Verkehr. Moin. Da ist er ja. Dann hat man das schon mal angekündigt. War das die Class K ABS Set? Da hatte ich nur Spaß mit gehabt. Schau, dass wir mal Butterweich ankuppeln. Also rein von der Diversität vom Rollmaterial ist nicht so viel los. Und die Lok läuft sogar noch. Da kann es ja gar nicht mal so schlimm sein. Ich glaube, das machen wir lieber von draußen. So. Sehen wir noch ein bisschen mehr. Gut, da war ich. Okay, da gehen wir mal raus. Und dann heißt es einmal ankuppeln. Tür auf. Weiß, das passt. So müssen wir eh nichts mehr machen. Fertig angekuppelt. Wir sind bereit. Und wieder zurück ins Betriebswerk. Fast die gleiche Strecke wieder. Jetzt bin ich mal gespannt. Hopp, geh auf. Wie das dann gleich mit der Leistung sein wird. Aber am liebsten hätte ich, um es abzuschleppen, der Lok gerne aus. Boah, alles frei. Freifahrt haben wir hier auch noch. Los geht's. Drehen wir jetzt vielleicht zum ersten Mal durch hier. Ja, schön vorsichtig. Ja, läuft mit dem Grip. Überrascht, dass man da nicht einmal durchdrehen. Das trotz der Last da. Vier Wagen plus die schwere Lok.
Höhle. Schauen wir, dass wir hier mal auf 20 kommen. Man merkt doch halt schon ganz gut, dass sie da ein bisschen was zum Arbeiten hat. So langsam, wenn wir da auf Geschwindigkeit kommen. Ach ja, so eine Abschleppwarte ist auch witzig. Entspannend. Ich denke mal so in 10 Minuten, 15 Minuten werden wir dann wieder da sein. Also ein Rangierbahnhof. Oha! Das Schlusslicht fehlt. Das ist ungeil. Liebe Leute, wisst ihr was? Wir machen jetzt mal etwas anderes. Wir werden jetzt mal unseren Zug anhalten. Da kann ich mal einerseits die Lok hinter uns mal abschalten. Und dann schauen, dass ich hier das Schlusslicht dran kriege. Boah, also bremsen geht noch echt flott. War schon ein bisschen zu schnell. Gut. Jetzt erstmal hier rein. Oh, endlich. Ruhe. Passt. So, komm, zu. Komm. 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 Ja, ist egal. Also ab nach hinten. Dann schauen, dass wir das Schlusslicht da irgendwie ranmachen können. Soll ja alles seine Ordnung hier haben. Ich glaube, bei der langsam geschnickert unterwegs sind, merken wir das eh nicht, dass wir hier mal kurz angehalten haben. So, hier ran. Okay, es geht irgendwie nicht. Ich hab da keine Option dafür. Nope. Nö, da passiert gar nichts. Schade. Also ich weiß, dass man hinten eine Schlusslampe hat. Gut, dann gehen wir vorne in die Lok rein. Eventuell müssen wir da die Lichter anmachen und dann macht da hinten das Schlusslicht dran. Wäre zumindest mal eine Option. Na Gott, dass die Tür nicht zugegangen ist. So. Einmal reinsitzen. Und dann mal kurz mit Licht umschalten. Nö, da passiert so gar nichts. Ja, ist nicht mein erstes Mal, aber okay. Ja, gut. Ist wie es ist, oder es liegt einfach daran, dass wir jetzt hier mit der Klasse 08 vorne dran sind. Na egal. Dann gehen wir dann nach vor. So. War das leider, dass er nicht mitkriegt. Abfahrt. Bisschen unschön. Ah ja, mein Gott. Details. Oh, wir kommen nicht vom Fleck. Was ist jetzt los? Ah, dreht sogar durch. Jetzt endlich mal, merke es mal. Schwierig. Komm, du schaffst es. Yes, wir rollen wieder. Wunderbar. Nice. Was brauche ich mir als Klingelton? So, da hätten wir schon mal den nächsten Screenshot. Wunderbar. Und an der Stelle muss ich mal an einen Kanalmitglied von mir da mal wirklich Danke sagen. Und zwar ist der liebe Nero. Denn der Nero, der schaut schon länger meine Videos an. Und der schaut sich vor allem den Ton an, beziehungsweise hört sich das an. Statt dass da die Videos nicht blöd sind. Also vielen lieben Dank, Nero, dass du da die Zeit nimmst und dann auch Content anschaust, der dich jetzt vielleicht weniger interessiert ab und zu. Aber vielen lieben Dank. Ja, und generell, ich arbeite natürlich, dass die Videos immer besser werden. Rein vom Abmischen, vom Inhalt her. Aber kommt alles mit der Zeit. Ich will mich das auch nicht so krass verstellen. Aber viele Sachen lernt man dann erst mit der Zeit.
wie es am besten ist. Zum Beispiel habe ich dann lange nicht gewusst mit Voice Meter, dass der Ton versetzt ist. Also nur um so kleines Mühe. Aber man merkt es dann schon, dass man sowas nachbearbeiten muss. Und ja, wenn man dann mit den diversen Audi-Effekten arbeitet, mit der Zeit kommt das alles. Und ich dachte, durchs Radio wüsste ich schon einiges über den Ton. Aber mit den Let's Plays kam noch einiges dazu an Knowledge, was ich vorher so nicht so wusste. Ich freue mich schon ein bisschen auf Juli. Ich glaube, im Juli kommt es raus. Das neue Spiel Stray. Da gibt es dann definitiv ein Let's Play von mir. Hat zwar nichts mit Eisenbahn zu tun, aber. Ah, Katzenspiel. Das sieht so cool aus. Das war jetzt gerade schon die Vorankündigung, dass wir nach rechts rüber gehen. Wenn wir wieder beim Rangierbahnhof sind. Ja, 70 Meilen nach rechts. Das juckt uns nicht mit unseren 20 Meilen hier. Erstmal die ganzen Lines hier sperren mit unserem Zug. Ich glaube, der leitet uns jetzt komplett nach rechts, oder? Ja. Von slow auf fast. Dann in die Gegenrichtung. Ja, Höchstgeschwindigkeit haben wir drin, schneller ist nicht. Also wir wollen die Maschinen kaputt machen, aber das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen ja noch heute ankommen. Habt ihr eigentlich gewusst, dass die Class 52, die wir hinten auf dem Haken haben, technische Details der V200er DB mit drin hat, beziehungsweise die gleiche Antriebseinheit hat von der Baureihe 221, der DB? Nur so als Nebenfakt. Und die letzte Ausmusterung der Baureihe 52 war 1977. Das ist sogar recht früh, wenn man bedenkt, dass das Baujahr der Class 52 1961 und 64 war. Haben sie insgesamt 74 Stück gebaut. Und nach wie vor einige unterwegs. Ich weiß jetzt gar nicht wie viel, aber ich glaube so die 4-5 Stück, da wissen es noch. Ich habe mal ein bisschen gecheatet. Ich habe mal die Wikipedia-Seite zu der Baureihe 52 aufgemacht. Und da steht mitunter drin, dass der Antrieb zwei Maybach MD655 Dieselmotoren mit je 1350 PS in der Lok drin sind. Das ist schon ordentlich. Maybach-Motoren. Anfahrzugkraft 295 Kilo. Bremskraft 500 kN und hat eine Dienstmasse von 110 Tonnen. Das muss man sich mal auf der Zunge vergehen lassen, was das für ein Gewicht ist. Ah, da glaube ich, willst du nicht, dass er die über die Finger drüber fährt. Da bleibt dann auch nichts mehr drüber. Also müsste ich jetzt Feedback geben zu dem Szenario, dann hätte ich gesagt, ein bisschen mehr Verkehr oder vielleicht noch mehr rote Signale. Was es ist, so mitten in der Rush-Hour. Das hätte es noch richtig spannend gemacht, aber so ist halt echt wenig los. Das könnte eigentlich am Abend oder in der Nacht sein, rein so vom Verkehr her. Weit und breit nichts, bis auf eine Baustelle. So, 2,5 Meilen noch, dann haben wir es geschafft. Und dann gibt es erstmal eine Kaffeepause. Ja, keine Passagiere drin, sehr gut. Hätte mich auch gewundert. Beziehungsweise die Passagiere hätten sie vermutlich gewundert, wo wir eigentlich so langsam unterwegs sind.
Ich habe jetzt mal bei der Baureihe 200 nochmal nachgeschaut bezüglich dem Motor. Also der Motor hat genau die gleiche Leistung wie bei der Baureihe 52, aber der Motor ist von Daimler-Benz gebaut worden, aber das Getriebe ist dafür von Maybach. Interessanter Entscheid. Also genau genommen, was mit der V201 müsste sich da so ähnlich sein. So, doppelgelb. Das heißt, wir sind jetzt bald da. Oh, und ich freue mich schon auf meinen Martiti. Weiß nicht, seit 2-3 Monaten jetzt bin ich mir voll auf Martiti. Nehme mal einen Kaffee. Schmeckt echt gut. Noch mal irgendwann das in eine Class 09 hier reinbringen würden. Ich meine, das wäre gar nicht mal so viel Aufwand für sie. Aber jetzt kommt man, denn eigentlich fast das gleiche ist. Unterscheiden sich hier wirklich nur effektiv im Getriebe. Aber immerhin, die Baureihe 420 kommt jetzt dann irgendwann noch das Jahr noch. Das wird noch spaßig. Und irgendeine deutsche und eine US-Strecke kommt noch, aber gibt noch keine weiteren Details dazu. Es werden auch die alten Strecken noch mit geupdatet, wie sie es halt immer machen in der Preservation Crew. Also vor allem sagen wir mal den Rail Driver auf mehr Loks mal ausweiten auf die alten Class, die Peak-Lokomotiven funktionieren ja noch nicht. Class 47 funktioniert nicht. 31 glaube ich funktioniert. Und hier auch. Ja, welche war es noch, die nicht geht? Ne, ich glaube 101 funktioniert mit dem Rail Driver. Oder generell Controller Support reinbringen, also offener Controller Support, dass du wirklich Mapping mit fast allem machen kannst. So wie bei, Gott, das ist nicht von Daftail Games, aber für TS Classic gibt es ja diesen TS Controller, das ist ein Freeware Tool, was mit der API vom Simulator arbeitet, und da kannst du theoretisch jeden Controller dranhängen, den du willst. Du kannst zum Beispiel also ein Joystick und die Flugkontrollen von einem Flugzeugcontroller anspielen. Geht auch. Ah, einfach schön. Ich merke gerade, dass wir bei der Class 250 die Lichter anhaben. Die hätte ich vielleicht noch ausmachen können. Aber es war zumindest mal zwei wert, um zu schauen, dass hinten dann das Schlusssignal kommt. So, da. Und da geht's dann so zum Abstellgleis. Ich denke mal, naja, könnte vielleicht sein, dass wir auf dem Gleis anhalten müssen. Sind wir bei 20? Aber wir sind zu schnell. Ich glaube, ich bremse mal ein bisschen. Ah, so giftig. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es realistisch ist, dass die da so schnell runterbremst. Ich glaube, mit dem Gewicht da hinten. Ja, overall würde ich sagen, ist eigentlich eine ganz gute Fahrt gewesen. Nicht viel passiert, hab nicht viel Blödsinn gemacht.
Bis auf das eine Mal anhalten und da sind die Lichter nicht dran sind, aber ich glaube, da kann ich nicht wirklich was dafür. Wobei, würde ich es jetzt nochmal spielen, dann würde ich vor dem Ankuppeln nochmal in den Class 250 reingehen und so die Lichter anmachen, um zu schauen, ob dann hinten das Schlusslicht kommt. Das wäre noch ein Versuch wert. Aber ansonsten, glaube ich, bin ich eigentlich ganz gut gefahren, bis auf da jetzt mal zu schnell. Das war also wirklich zu schnell fahren, kannst du mit der Erde, weil ich außer halt bei so Nebengleisen. Hat Spaß gemacht, war gemütlich, ich meine, so hektisch. Können wir wieder machen, aber das nächste Mal vielleicht mit einer schnelleren Rangierlook. Ja, Anschließsignal ist frei. Können wir durchbrettern. Welche Gleis, mit dem wir ausgefahren sind? Da ist wieder die Baustelle da. Das gleiche Gleis, auf dem wir eigentlich herkommen sind. Ja, wir fahren zumindest mal nicht in die Halle. Und der Weg passt. Gut. Mit alle Bescheid wissen, dass wir da sind. Ja, der hat zumindest gerade schon mal direkten Ersatz. Warte, die gleiche Lok hier noch dastehen. Zuerst noch gut, wenn ich nicht gegen den Prellburg fahre, da bin ich glücklich. Aber easy peasy mit dem Bremsen. Ja, wunderbar. Gut. Ja, das wär's dann gewesen mit unserer Rettungsfahrt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr wollt, kommt auf unseren Discord-Server. Der Link ist in der Videobeschreibung. Da bin ich ganz offen für zusammenspielen oder quatschen, wie auch immer. Und ja, bis zur nächsten Fahrt hier in Train Sim World 2. Tschüss.